Ich bin Yoda und das... Also um das gleich klarzustellen, ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Ingen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Die hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja. Wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Irgendwie musste ich am Anfang hier einfach rein aufnehmen, weil, keine Ahnung, bin auf den Bildschirm wieder gegangen vom Spiel und dann hat er die Antwort gegeben. Sorry dafür, aber ich glaube, er hat sich vorgestellt. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja? Klar, warum nicht? Oh je, sei bloß nicht zu enthusiastisch. Klar, hast ja recht. Ist eine ziemlich tolle Sache. Ich sollte eine Kistenschleppparty schmeißen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das ist mein Job. Das und anderer Leute Kram zu schleppen. Ah, ich könnte ein paar Bonuspunkte in meiner Personalakte brauchen. War ein hartes Jahr. Ja, oder? Ich wurde fast fürs Blaumachen vom Unterricht ausgeschlossen. Mom hätte mich umgebracht. Tja, wir haben alle unsere Probleme. Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. Ich glaube, spätestens jetzt weiß man, dass sie schon ein bisschen älter ist, weil ich habe wirklich am Anfang gedacht, dass es nur ein junges Mädchen ist. Also wirklich eine kleine und nicht eine, die jetzt sich auch noch eine Zigarette rauchen will. Also, okay. Aber sie hilft jetzt mit. Ich finde ihn hier übrigens nicht besonders sympathisch, aber wenn er wirklich ein guter und netter eigentlich ist, dann erweckt er vielleicht noch meine Sympathie. Aber halt diese übertriebenen Witze die ganze Zeit und so. Und als er im Hubschrauber so gesungen hat, weiß nicht, aber nein. Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Vielleicht hat er es auch voll drauf. Ich auch nicht. Ne? Wenn man es voll drauf hat, darf man halt auch Sprüche reißen. Boah, riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Aber echt, keine Ahnung, warum die Saurier das Zeug fressen. Ja, okay, was ist das? Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Okay. Okay, das können wir machen. Lass Oscar in Ruhe. Was ist das alles? Was denkt sich Sorkin eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Infos über Sorkin. Hey, Oscar. Gab's in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorkin? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charm einsetze. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Mit Ingen in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Was stand da? Zwischen den Zeilen. Schon okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig Freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Eigentlich hat er's mit niemandem. Geh ihm einfach aus dem Weg. Okay. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Also, Sorkin,
War mal ein Hippie. Okay, mehr Wurde kriegen ein paar wir nicht mal raus. Auf Tierschutzdemos verhaftet. Dann lassen wir das mal. Und gehen zu denen rüber. Ich red mal mit Zork. Was soll ich machen? Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Cool. Klar, dass Hammond kein echter Wissenschaftler ist. Aber das hätte jemand voraussehen müssen. Also woher wussten Sie das mit dem Betäubungsmittel? Bedauerlicherweise. Hey, wissen Sie, wer unsere Gefangene ist? Sie wären die Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Wüsste nicht, dass sie für Ingen arbeitet, aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wär's also. Okay. Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern? Ja, Ma'am. Stellen Sie die Gefangene ruhig. Schon gut. Wir müssen los. Schon gut. Und das ist also Ihre Tochter? Ja, meine Jüngste, Jess. Können wir uns da nochmal einmischen? Kaum zu glauben. Hey, Doc, haben Sie da drin eine Apotheke? Wird ein langer Rückflug, wenn wir die Gefangene weder aufputschen noch beruhigen können. Sie wird gerade recht harmlos. Sie ist mit Handschellen gesichert. Haben Sie Angst davor, von ihr verprügelt zu werden? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau ihre Finger nicht von mir lassen kann. Ich unterbreche nur ungern, Ma'am. Aber wir sollten jetzt los. Kommt leider nicht in Frage, Mr. Yoda. Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber Ingen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig? Sie sind in Gefahr. Was wird sie überzeugen? Hammond, Geschichte. Ich nehme mal Geschichte. Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für sie nicht Ihren Kopf hinhalten? Hm. Das stimmt natürlich. Aber solange John Hammond hier das Sagen hat, brauchen die Tiere mich. Ich muss sicherstellen, dass sie mit Respekt behandelt werden. Okay. Dann nehmen wir mal Hammond. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Das ist natürlich wahr. Wenn der Aufsichtsrat nur auf meine Vorschläge gehört hätte. Aber so sind sie nur Teil des Papierkrams, den sie gerade verladen. Wie sie sich immer umdreht und wieder wegdreht. Was wird sie überzeugen? Gibt es denn kein Argument, das sie überzeugen könnte, mitzukommen? Wenn, dann war es noch nicht dabei. Also gut. Also, dass sie in Gefahr ist, ich oder was? Ich würde gern mehr über ihre Symptome erfahren. Echt jetzt? Dr. Sorkin. Wie ich schon sagte, ich bleibe hier und kümmere mich um die Tiere. Tut mir leid, aber wir müssen sie hier rausbringen. Warum? Dann, sie sind in Gefahr. Dr. Sorkin, wir haben schon einen unbefugten Eindringling gefunden. Wer weiß schon, wer sonst noch auf der Insel ist. Sie könnten in Gefahr sein. Das Risiko gehe ich ein, danke sehr. Das war klar. Gefangene können einen Rückfall haben. Ich werde mir was einfallen lassen. Gefangene könnte einen Rückfall haben. Wir müssen zurück, weil man weiß ja nie, die Gefangene könnte einen Rückfall haben oder so. Höchst unwahrscheinlich. Glauben Sie mir, es gibt einen sehr guten Grund. Dann kommen Sie wieder, wenn er Ihnen eingefallen ist. Könnte ich mir mal Ihre Wunde anschauen? Ja, warum ich glaube, wir brauchen noch mehr Informationen. Also wir haben das mit dem Hippie und dem Tierschutz, aber irgendwie... Also, was hast du rausgefunden? Scheint, als wollte Dr. Sorkin aus der Insel ein Saurierreservat machen und keinen Vergnügungspark. Hat Ingen wohl nicht gefallen, ne? Warum auch? Reich wird man damit nicht. Also hat Dr. Sorkin eine Schwäche für den Artenschutz. Gut zu wissen. Das wussten wir aber schon. Ganz schön viele abgelehnte Vorschläge für ein Dino-Reservat. Ja. Das muss man ihr lassen. Sie gibt nicht so schnell auf. Soll das reichen? Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich versucht habe, ihn zu überzeugen. Der Park sollte ein Reservat sein. Keine Fahrgeschäfte, kein Käfige. Hammond hat sich für die Wunder, die ich erschaffen habe, nie interessiert. Es ging ihm immer warum ums habe ich so etwas noch nie gesehen? Beschwert die sich denn überall bei den fremden Leuten? Wo der Rest der Welt hiervon halten wird. Dr. Sorkin. Glauben Sie wirklich, so können Sie mich umstimmen? Dino-Reservat. Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Saurier-Reservat geeignet? Ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay, hören Sie, ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber... Soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen, Sie wissen schon, einer neuen Leitung.
Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Ja, klar. Sie müssten auf Sie hören. Das ist wahr. Ich sag's nicht gern, Mr. Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Unsere Anweisung erwähnt noch einen Assistenten. David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Dr. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Dr. Harding, wir haben es geschafft. Was genau haben wir denn geschafft? Die Lysin-Kontingenz aufgehoben, natürlich. Moment, wie was bitte? Was ist das? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Das können Sie den Saurier nicht geben. Wir brauchen die Kontrolle über sie. Wenn nur ein paar von der Insel flüchten. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Parasaurier? Parasaurolophus, Pflanzenfresser. Normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Warum kommen Sie nicht mit? Sie können den Fortschritt, den wir gemacht haben, begutachten. Können wir, Dad? Na gut, gehen wir. Cool. Trotz der Umstände bin ich froh, dass ich Ihnen das hier endlich mal zeigen kann, Dr. Harding. Wir haben hier sehr interessante Sachen mit den Parasauriern angestellt. Kommunikations- und Verhaltensstudien. Sie konnten Ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Die Saurier haben es mir verraten. Vertrau mir einfach, ich weiß es nicht. Vertrau mir einfach? Glaub mir, mein Schatz. Wenn hier Raubsaurier wären, wüssten wir es. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Raubsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Dad, ist schon gut. Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorkin. Die sind das doch aber gar nicht gewöhnt, rauszugehen, die Dinos. Also die sind doch da in Gefangenschaft aufgewachsen. Und ob das nicht auch gefährlich ist, ich weiß nicht. Es hat sicher Konsequenzen, aber in dem Fall sind das ja wirklich eigentlich friedliche Saurier und sie waren ja tatsächlich Sauriersprache. Sie können also echt dinosaurisch? Wir haben hier mit Hilfe verschiedener Parasaurierrufe, die wir über die Lautsprecher abgespielt haben, Verhaltenstests durchgeführt. Wir können die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Aber wir können sie mit Hilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. Und das dürfen wir natürlich machen, oder? Sieht aber voll schön aus, also sehr friedlich gerade. Im Gegensatz zu einigen anderen Sequenzen, die wir jetzt hier schon hatten. Ja. Okay. Dann los. Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Okay, Dad. Kannst du was machen? Nee, ich wollte gar nicht gucken. Wollte, genau. Lautsprecher aktivieren oder Saurier erschrecken. Dr. Harding? Ja? Zentrallautsprecher westliche. Die westlichen Lautsprecher, bitte.
Was hat das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht mehr, ich habe mir das nicht gemerkt. Saurier erschrecken. Wie? Soll ich nochmal erklären, wie die Lautsprecher funktionieren? Ja. Ja, bitte. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Ja, die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Der große Lautsprecher in der Mitte spielt einen Warnruf ab, der die Dinos von ihm wegscheucht. Okay. Dann nochmal Westen. Achso, muss er jetzt erstmal wieder hier... Dr. Harding? Ja? Dann die östlichen bitte. Achso, Nahrung, Paarung steht ja sogar dran. Wollen wir sie jetzt aber echt schon warnen? Wir wollen sie paaren lassen. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten, okay. Denken Sie wirklich, dass Sie aus dem Park später ein Reservat machen werden? Wie Mr. Yoda behauptet hat? Was den Aufsichtsrat anging, hat er eindeutig gelogen. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Es ist ein gewaltiger Rückschlag für Injin. Vielleicht sind Hammonds Tage als Geschäftsführer bald gezählt. Okay. Lautsprecher, Dr. bitte. Dr. Harding? Ja? Dann wollen wir die jetzt mal warnen. Aktivieren Sie den Warnruf! Der andere, der bleibt da immer. Der wird nicht gewarnt, oder wie? Doch. Okay. Passiert nichts, ne? Achso, die können wir irgendwie zugleich auch... umstellen. Damit die Saurier sich vorwärts bewegen, müssen wir ihnen wohl von hinten einen Schreck einjagen. Oh, wir können den Warnruf benutzen. Gute Idee. Okay, von hinten. Ich lass es mal so und guck mal einfach, was passiert, weil ich habe sie jetzt gerade schon umgestellt. Dr. Harding? Ja? Mach mal hier den Warnruf. Aktivieren Sie den Warnruf! Sind die jetzt so ein bisschen weggescheucht worden? Ja, ne? Ist doch gut. Aber das hat doch geklappt. Ist doch super. Dann kommen die ein bisschen weg da aus der Ecke. Gehen jetzt wieder zurück? Wehe. Oh. Das hat ja gut geklappt, dass die hier jetzt wieder zurückklapsen. Wieso hat sich der da nie bewegt? Diese da sorgt dafür, dass die anderen in Sicherheit sind. Sogar wenn sie einen Warnruf hört? Der Wachposten gibt den Warnruf von sich. Wenn Raubsaurier in der Nähe sind, bleibt sie an Ort und Stelle und lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Wie mutig. Aber irgendwie noch nicht richtig, ne? Mach ich denn mal. Ich glaube, ich möchte den unteren eigentlich auch haben. Geht das? Dass nur die unteren sind? Machst du den dann rechts an, unten? Nein. Nein, du sollst den da oben auch wegmachen. Wo ist der denn, der Knopf? Macht sie den wieder aus? Aber das ist ja hinten, oder? Wenn die rechts leuchten, das ist ja hinten. Das ist ja gar nicht unten. Habe ich jetzt falsch... Vielleicht könnte das so schon klappen. Dr. Harding? Ja? So ist von beiden Seiten hinten laut. Aktivieren Sie den Warnruf! Und du geh auch mal aus der Ecke, du einer Saurier, du. Nee, dreht euch jetzt wieder um. Mann. Irgendwie.
Mhm. Saurias, super, ey. Da ist doch das Tor. Das ist doch auch quatschig, oder? Die da anzumachen. Also ich finde das eigentlich nicht richtig. Fand das gut, so wie es gerade eben war, aber es hat nicht geklappt. Machen wir es mal genau andersrum. Aber so sind die doch vorne an. Dr. Harding? Ich check's nicht. Ja. Aktivieren Sie den Warnruf. Und nochmal warnen und nochmal warnen. Ich meine, die bewegen sich immer gleich. Es ist immer dieselbe Sequenz. Aber eigentlich habe ich gedacht, dass die jetzt von vorne kommen. Vielleicht ist es auch gut, dass es von vorne kommt. Aber wir sollten die doch von hinten erschrecken, oder dachte ich. Oder wie? Ja, tschüss, dreht euch wieder um. Ah, genau so macht man das, Leute. Welche Kombi hatte ich jetzt noch nicht? West Speakers, East Speakers. Aber links ist doch das Tor. Es ist doch genau so aufgebaut, wie sie da jetzt auch gerade sind. So hatte ich das schon. Und das hat auch nicht geklappt. Müssen wir vielleicht noch irgendwas dazu machen? War das zwar richtig so, oder? Nee. Lass das mal. Machst du nochmal den da. Macht für mich zwar keinen Sinn, aber wir versuchen es mal. Dr. Harding? Ja? Aktivieren Sie den Warnruf. Kommt er jetzt von vorne rechts und von hinten? Aber vorne links weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall werden die sich sowieso jetzt wieder umdrehen. Oder? Ja. Hä? Tschüss, Sikorski. Aber schön, dass die hafenmelodische Musik im Hintergrund dennoch beruhigend ist. Nee, den hättest du ruhig leuchten lassen können. Das ist jetzt nur vorne. Macht für mich gar keinen Sinn. Das hatten wir auch schon, ne? Ich möchte die beiden nochmal anmachen. Nur um das wirklich klarzustellen irgendwie. Sonst, keine Ahnung. Das ist hinten, die stehen da. Oder sollte vorne ein Lockruf gemacht werden? Hatten wir doch aber auch schon. Soll ich nochmal erklären, wie die Lautsprecher funktionieren? Ja, bitte. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die Hunde anlockt. Aber das ist ja völlig egal. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Der große Lautsprecher in der Mitte spielt einen Warnruf ab, der die Dinos von ihm wegscheucht. Ja. Dr. Harding? Ja? Ist das jetzt falsch, dass wir die vielleicht auch warnen? Weil die sind ja jetzt hinten eingestellt. Vielleicht Nahrung und dann... Die westlichen Lautsprecher, bitte. Weil dann gehen die ja auch nämlich weg. Und vielleicht ist das ja gut oder so. Verstehen Sie das jetzt nicht falsch, aber ist das nicht total sinnlos? Die werden doch eh bald gefressen, oder? Ein paar von ihnen ja. Aber andere werden sich anpassen, neue Lebensräume finden, sich paaren und die Art erhalten. Besser als in diesem Gehege zu sterben.
Aber sie können sich nicht paaren. Dad hat gesagt, dass es alles Mädchen sind. Nun, bei so etwas kann man sich nie zu 100% sicher sein. Mhm. Und die hängen ja wieder an derselben Stelle rum. Ich würde sagen, ich versuche das einfach beim nächsten Part von Jurassic Park, ne? Dass ich die hier raustreibe. Das wird sicher irgendwann klappen. Hoffe ich mal. Und dann schauen wir weiter hier mit unserer wirklich romantisch ruhigen, besinnenden Musik im Hintergrund. Leute, wir sehen uns bei Jurassic Park.